Hallo Leute, willkommen zurück zu Pokémon Feuer Grün Edition. Ich habe leider kaum leveln können, Leute. Bin Level 25 mit fast allen Glutexo Level 27, Schneepika auch. Dieses einfach versuche ich noch immer zu leveln. Aber ich bin nicht gerade bei besten Levelplatzort, Leute, weil hier im Wasser kommen Level 8 Tentoxa, Level 7, 8, 9 Marvels, also ist nicht wirklich der beste Levelplatz hier. Eieiei, ich glaube, ich muss das besser suchen. Und in der Höhle gibt es auch keine Pokémon in der Meteorhalle. Nein! Eventuell in der alten Villa, aber. Ist auch nicht so toll, Leute. Ich werde trotzdem irgendwann mal versuchen, das irgendwie mal zu leveln hier. Moment. So. Ich glaube, ihr habt es gehört, dass Cap genervt hat. Egal, jetzt geht's weiter in der Arena! Schau mal, ich nehme jetzt mal einfach mal so Schillig nach vorne. Hallo, zweiter Trainer, der Arenaleiter. Ist schon aufgefallen, dass Kleinschall wie ein kleiner Stein klingt? Ach, nee. Ich dachte, das war ein Flugzeug oder so, ein Hubschrauber. Wanderer schickt Georock in den Kampf. Schau mal, Level an. Level 28, okay, das geht ja noch. Surfer! Bam! Sehr effektiv und Georock ist tot. Viel Erfahrungspunkte, anscheinend ein weiteres Georock. Am liebsten würde ich jetzt Bisasam rausholen, nur ist der meistens One-Hit und langsamer wie Georock noch. So, Level 26 für Shellock, ein Geo. Was? Okay, Moment. Da hole ich jetzt mal Bisasam raus für die Teilerfahrung. Teilerfahrung, yeah. So, und jetzt wieder Shellock, du bist dran. Damit auch mein Bisasam ein bisschen. What the hell? Aua! Finale! Ist klar! Wanderer schickt ein weiteres Georock in den Kampf. Ja, wechseln wir wieder mal zu Bisasam. Der braucht noch seine Level! Ja, noch das Doppelte. Und Shillock mit einem HP. What the hell? Erdbeben! Moment, wieso kommt bei Erdbeben etwas von oben? Das checke ich jetzt nicht ganz. Oh, egal. Smetball, du bist dran! Smetball! So, Schlafpuder. Yeah. Georg schläft tief und fest. Giftpuder! Ging daneben. Ja, Klacker, ne? Stachelspore. Nebenbei, ich glaube, Erdbeben trifft Smetball hier nicht. Obwohl, hier weiß man nie, ne? Das ist ja feuergrün. Es ist paralysiert, obwohl ganz falsch geschrieben. Erdbeben! Oh! Erdbeben hat doch eine Wirkung auf Smetball, obwohl es ein Flug-Pokémon ist, Leute. Es ist ein Flug-Pokémon, ein Käfer-Flug-Pokémon. Warum hat das dann hier eine Wirkung? Und warum geht das dann dauernd das daneben? What the hell geht jetzt hier ab, meine Güte. Und es müsste jetzt längst sein wie Bisasam wegen Paralyse. Rankenhieb! Vierfach effektiv, trotzdem macht es kaum Schaden. Okay, okay, ich hoffe, das schaffst du jetzt. Das schaffst du und geschafft! 400 Erfahrungspunkte. Juppie! Das ist fast ein Level für Bisasam. Hey! Bisasam entwickelt sich! Ja, ich gebe zu, ich habe ihm whatever gegeben. Ihr wisst, oder? Doch nicht. Das war eine andere, egal. Ich meine, der ist Sonderbaron, aber. Stimmt, das entwickelt sich auf Level 16 und ist fast Level 17 im Kampf geworden. Naja, ich weiß schon, ja. Was das wohl zu bedeuten hat, dass Georock Kleinstein ist. Tja, jetzt habe ich ein Bisa-Knosp, Leute. Ich hoffe, das ist ein bisschen tankiger jetzt wie Bisasam. Weil Bisasam war in der Arena ja nutzlos wie nix. Aber Bisa-Knosp mit Level 17 fast. Ja, das kann schon was. Das sollte schon jetzt hinhauen. Dum, bam, bam, bam. Und interessant noch immer ist, dass Erdbeben Flug-Pokémon hier trifft. Alter, hier ist es schon crazy genug, wenn Gift-Pokémon vergiften kann. Ist doch sowas. Hallo, hallo. Okay, Schalter betätigen. Wer hätte es nicht getan? So, und jetzt auch diesen Schalter betätigen. Ja. Okay, okay. Und. Gott. Okay. Schalterrätsel. Moment, Moment. Einfach mal schauen. Was passiert, wenn ich den hier drücke? Nix! Hä? What the... okay. Da geht das hier zu. Aha. Ah! Haha!
Man muss ein bisschen rätseln, Leute, dann hat man's. So, Arena-Leiter. Sieht aus wie Misty. Einfach mal hier so speichern vor ihrer Nase, ne? Tjo, ich fang an mit Madbow. Einfach mal so Zustände austeilen ohne Ende. Hi, wie geht's so? Hast du Professor Mapan schon gefunden? Nein, da ist davon geflogen. Achso, ich habe ihn gefunden. Also, ja. Na, geflogen? Wie soll das denn bitte gehen? Ich hab's selbst nicht ganz verstanden. Hat irgendwas mit Zeit zu tun und so. Ah, ja. Na gut, solange er nicht irgendwie in der Stadt sein Unwesen treibt, soll es mir recht sein. Können wir jetzt endlich kämpfen? Aber natürlich, mal sehen, wie lange du durchhältst. Haha, ich habe ein extrem seltenes Pokémon aus dem Silberwald. Silberwald? Misty, das ist wirklich... What? What? Da! Hilfe! Ein Metagross auf Level 28, ja, nee, ist klar. Oh, trotzdem. Aua, Fragezeichen. Metagross ist ein sehr starkes Pokémon, auch für diesen Level, Leute. Da muss ich hier mal ein bisschen Zustände austeilen hier. Giftpuder, trifft das überhaupt hier? Mal sehen, ich probier's ein paar Mal aus. Ja, funktioniert. Wo steht keine, für keine Wirkung. Ich glaube, da haben sie sich wirklich ein paar Mal verprogrammiert einfach hier. Circle Texo, du bist dran gegen Metagross. Metagross schläft tief und fest, ist vergiftet und ist paralysiert. So, alle, Kluder. Na, Kluder ist sehr effektiv. Metagross wacht auf. Kluder-Attacke. Na, okay, Drachenwut ist besser. Drachenwut macht ja 40 Schaden. Immer. Und Kluder nicht so viel. Also, Kluder ist wirklich so eine. Ja, ja, danke. So. Mr. Schnee schickt Schneepiker in den Kampf. Auswechseln? Natürlich. Schneepiker, das ist jetzt hart, Leute. Ich schicke jetzt mal einfach mal so Wiese Knospein, mal schauen, was passiert. Schneepikachu ist ein Eis-Elektro-Pokémon hier. Also ist das hier schon mal richtig. Aua. Donnerschock ist nicht effektiv. Auf das habe ich spekuliert. Schneepiker schläft tief und fest. Das ist jetzt geil. So. Eggsam funktioniert hier leider nicht. Wäre hier auch schön. So, Smetbot, du bist dran. Du bist hier der Zustandsausteiler Nummer 1. Stachelspore. Ich dachte nämlich schon, dass es schneller ist wie Smetbot. Down Paralyse. Und jetzt Giftpuder. Bam. Schneepika ist paralysiert. Es kann sich nicht bewegen. Schneepika ist vergiftet. Es wurde vergiftet. Und es schläft wieder. Ja. Yeah. So, jetzt kann es wieder losgehen, Leute. Shellock? Nee, es dürfen nicht so viele Pokémon die Erfahrungspunkte teilen, sonst bekommen wir keiner was mehr. So, Biese Knosp, dann hau ihr mal so richtig rein mit Igelsamen. Es ist schläft ein, ist mit Igelsamen bepflanzt, ist es vergiftet, was dann doch alles, meine Güte. Rankenhieb, kritisch, 18. Also hier macht der Levelunterschied wirklich mega viel aus, Leute, in Feuergrün, es ist ja nicht mehr schön. Rankenhieb und Schneepika ist tot. Yes! Level 17 für Biese Knosp. Level up fürs Smetbo. Und er schickt Garados in den Kampf. Oh, da gibt es nur einen einzigen Kandidaten für Garados. Schneepikachu! Oh! Moment, das Garados, das rote, das war doch nicht im Silberwald. Das war im Hard Gold Soul Silver. War das? Ne, es war nicht in den Wald. Oder? Ach, egal. Ein Gyarados. Donnerschock ist vierfach effektiv. Erdbeben! Autsch! Ich weiß, dass Gyarados zwar Erdbeben kann, aber dass er es einsetzt, das war jetzt ein bisschen. Ja. Ja, weil Donnerschock bis jetzt nur kann, mein Schneepika. Bissattacke und Madbow überlebt und er schreckt zurück. Ja, okay. Kannst du mein Madbow vergessen? Tschüss. Shellock, du bist dran! Shellock! Einfach mal so Schutzschild! Eiszahn! Okay, daneben wegen Schutzschild. So, Panzerschutz! Bessattacke! Panzerschutz! Und jetzt komme ich dran. Surfer! Shellock schreckt zurück! Wie hoch ist Wahrscheinlichkeit hier zum Zurückschrecken? Alter Leute, die zerlegt mich ja hier direkt. Bisa Knast, Büro bist dran! Einfach mal so auf irgendwas bewältigt. Ne, Schlafpuder! Eiszahn, ja. Bisa Knast ist sowas von tot. Ja, Zierlicht! Also muss auch Donnerschock nur kennen. Nachtnebel, Drachenwutattacke. Ja, tschüss. Eieieiei. Leute. Sein Angestellt. Grimasse, Drachenwut und der Tod. Hilfe!
Achso, ich muss kein Geld abgeben. Ach, das ist mal nice. Okay, dann muss ich das jetzt anders machen. Sie fängt. Ja. Sie fängt mit Metacross an. Das klingt Texas einfach die beste Wahl. Aber trotzdem, was ist das bitte? Und das Schneebika, das sollte endlich mal Donnerblitz erlernen. Bitte, Donnerblitz, dann ist das Gyarados kein Problem mehr. Mit Donnerblitz ist wirklich kein Gyarados der Welt. Hält das aus dann? Ja, ja, den Dex kennen wir schon. Ich will das Rematch haben hier. Ich will ein Rematch. Grimasse, einfach mal so. Daneben. Okay, er ist jetzt auch Grimasse. Wir machen hier mal die Grimassen. Metallklaue ist nicht effektiv auf mein Glutexor. So, Drachenwutattacke ist besser wie Glutattacke. Klingt komisch, ist das auch? So, nochmal. Drachenwutattacke, Metallklaue geht daneben. Was hat das denn für die Genauigkeit? Weiß ich genau. Und obwohl Drachenwut nicht effektiv ist, macht es immer 40 KP Schaden. So, 700 Erfahrungspunkte. Hier könnte ich auch Erfahrungspunkte abfarmen, Leute, in der Arena. Schneebika, okay, okay, Schneebika. Gegen Schneebika, machen wir mal so, machen wir mal knallhart hier. Schneepikachu! Stärke! Aurora-Strahl ist nicht effektiv. Dritte Stärke! Ist normal effektiv. Wieder aufbauen. Ah, okay, okay, ja, Bitchfight, da bin ich nicht ein Freund von. So, Stärke! Schutzschild! Okay, nochmal Schutzschild, auch gut. Ich habe genug Stärke, ich habe noch 12. Ja, ja, wie viel AP hat nochmal Schutzschild? Nicht so viel, ne? So, 13 KP Schaden, Stärke! Ein bisschen Schaden noch, wie man Schutzschild. Ja, ja, ich habe Zeit, ich habe genug AP auf Stärke, das ist kein Problem hier. Wieder aufbauen, ja! Ein Bitchfight wie ein Buch ist das! Yeah! Wieder aufbauen hat nur 5 AP, das weiß ich jetzt auswendig schon mal. Ja, ja, es geht nicht mehr lange. Es geht nicht mehr lange hier! Meine Güte! Bambi, bam, 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 bam. Interessant finde ich aber, dass ihr Schneepika schneller ist wie meines. Ist schon ein bisschen interessant. Und jetzt, bam, Stärke und Schneepika ist down! Ihres, nicht meines. Gyarados, ja, ich wechsle jetzt mal aus. Weil das ist jetzt kein Zuckerschleck, das Gyarados. Schneepika ist zwar schneller. Aber trotzdem, und jetzt will ich mal Smetbo haben. Hoffentlich schreckt es nicht schon wieder zurück wie vorhin. Das war wirklich böse. Schlaf, Bruder! Eiszahn ist sehr effektiv und es hält das nicht aus. Schade. Schade, schade, Marmelade. Schillock, du bist dran. Yeah. Panzerschatz. Erdbeben. Das habe ich mir gedacht. Aua, das macht sogar sehr viel Schaden. Das Erdbeben. Meine Güte. Surfer. Ja. Gegen Drachenwut kann ich nichts machen. Das geht wirklich nicht, Leute. Da geht wirklich gar nichts. Ich kann das ein bisschen versuchen auszusetzen. Nee. Das wird nichts. Ich habe das Gefühl, das wird nichts. Zürlicht. Nach Nebel. Erdbeben. Aua. Schade, dass er erdbeben kann, das Gyarados, weil sonst wäre es ein bisschen einfacher hier. Schneepikachu, Donnerschock! Bäm! Alter Schwede! Habe ich irgendwas, was ich wiederbeleben kann? Muss man schauen. Habe ich einen Beleber? Ja, ich habe sogar 8. Schneepika wiederbeleben. Einfach mal so. Und ja, erdbeben, Gyarados. Sieht man sogar im Cosplay sehr, sehr oft, muss ich sagen. Donnerschock! Komm! Was? Okay, ich lebe noch. Aber er auch? What the hell? Ach, knappe Sache, Leute. Hallo, hallo, hallo. Meine Güte. Mystischeck, was? Sie hat noch eins? Ein Celebi? Ja, ich würde gern wechseln, aber irgendwie. Moment. Das habe ich ja umgebracht. Beziehungsweise Maike hat das ja eigentlich umgebracht. Eigentlich. Pflanze Psycho. Puh. Ja. Sally bewegt sich nicht. Was? Okay. Sally scheint nicht zu leben. Ja, irgendwie wurde ich verwirrt. Warum weiß ich auch nicht, Leute. So, Stachspor. Es kann zwar ein paar Moves, aber irgendwie werden die. What the hell? Hallo?
Warum bin ich verwirrt? Was ist da los, Leute? Einmal mal Hypertrank reinknallen. Ja, schauen wir mal, was passiert. Es ist auf jeden Fall mal interessant. Windstoßattacke! 9! 9 Schaden, hallo, das müsste normal effektiv sein. Huhu! Giftpuder! Shelly scheint nicht zu leben, das ist interessant, irgendwie. Und integriert alle Zustände auch daneben, Leute. Ich kann es nicht mit einem Zustand machen. Es ist irgendwie hackt das, glaube ich, hier. Alter, die Verwirrung sollte man hier aufhören, egal wo die herkommt. Entweder kann das Celebi nur Konfusstrahl. Und keine Ahnung, und es ist endlich vergiftet. So, Windstoßattacke ist nicht mehr verwirrt. Endlich, puh. Und wieder verwirrt. Ja, es kann anscheinend nur Konfusstrahl, Leute. Nur Konfusstrahl. Nur Konfusstrahl. Auch wenn die Animation nicht da ist und es nur heißt, ja, es lebt nicht und keiner hat eine Ahnung, warum es überhaupt noch hier ist. Wahrscheinlich deswegen. Stachelspore. So, jetzt bin ich hier mal als erster dran. So, einen Supertrank reinknallen. Yeah. Es ist paralysiert, es kann sich nicht bewegen, zum Glück, hey. So, es ist vergiftet. Windstoßattacke müsste eigentlich sehr effektiv sein. Eigentlich. Aber irgendwie glaube ich hier sogar, dass Celebi hier ein Fragezeichen-Typ ist. Man weiß ja nie, es lebt ja nicht mehr, ne? Und es ist down. Meine Güte, was war das denn? 800 Erfahrungspunkte! Celebi fällt auseinander! Celebi ist über... What? Was geht denn hier ab? Leute, Hilfe! Stachelspore! Ja, schon wieder verwirrt. Hab ich ein Glück? Es verlässt langsam. Ah, Vergiftung. Ah, ich verstehe. Ist klar, ne? Ich bin verwirrt, vergiftet. Und ich fällt mich schon 20 Runden selber. So, ungefähr. Giftpuder jetzt draufknallen und es passt. Alter Schwede, das ist richtig nervig hier. Ich bin schon vergiftet, danke. So, einen Beleber nochmal reinknallen. Einfach mal so auf Bisseknosp. Falls Medpo stirbt, da ist mein Bisseknosp auch noch ein paar Erfahrungspunkte abstaubt. So, Windstoßattacke! Windstoßattacke! Noch immer nicht sehr effektiv. Also, auf jeden Fall sieht das ein bisschen gruselig aus, Leute. Ein bisschen. Also, es ist nicht mehr schön hier. Es ist so gruselig hier. Vor allem... Das ist ja ihr fünftes Pokémon schon, Leute. Ihr fünftes. Hallo. Hallo, hallo. Und ich schaffe es. Komm schon. Und es ist kritisch. Und mein Smetpuff, ja, ist auch tot. Bisseknosp, du bekommst die Erfahrungspunkte. Glaube ich mal. Auch nicht. Wieso? Wie konntest du Celebi so einfach besiegen? Naja, es war schon tot. Von daher? Tot? Wie meinst du das? Du hast mit einer Leiche gekämpft, Misty. Okay, das erklärt so einiges. Krieg ich jetzt meinen Orden? Ach ja, stimmt. Hier, bitte sehr. Den Leichenorden. Wie sieht denn der aus? Moment. Nein, das ist Unterhari, ne? Der Leichenorden. Ja, das ist einfach der Wasserorden aus Kanto. Ich schon dachte, das ist das Epische mit dem Totenkopf oder sowas. Okay, die zweite Arena ist geschafft, wenn auch mit W und Aber. Also, ich muss einen guten Levelplatz finden hier erstmal. Dann level ich hier gut auf. Entweder bei der Fabrik, habe ich gemerkt, oder in der Nähe. Auf jeden Fall muss ich auch die dritte Arena auch noch finden. Okay, Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich suche jetzt ein bisschen rum. Es kann sein, dass ich im nächsten Part ganz woanders bin. Da und schaue ich jetzt mal kurz auf die Karte, wo ich jetzt bin. Die Wege müsstet ihr eigentlich ja noch kennen. Die ganzen Wege. Schau mal auf die Karte. Karte hier. Wo könnte Simon und Kesmin? Nein, da ist nichts mehr. Das Rayquaza hat ja Michael gefressen, ne? Das ne. So, Mega Cross City war keine Arena. Fetia City war ich ja schon. Da muss ich ein bisschen umschauen, Leute. Frostbeulensiedlung. Da war ich auch noch nicht, glaube ich. Drei Pfade. Nein, nein, da war ich noch nicht. Weil das ist halt westlich von Knoblauchhain. Egal, Leute. Wir werden uns nächstes Part wahrscheinlich woanders sehen. Und ich werde jetzt irgendwo einen Levelplatz suchen. Also bis zum nächsten Part und ciao.